Hallo allerseits. Wie geht's? Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Das ist jetzt Übung 14. Wegbeschreibung. Welcher ist richtig? Hier haben wir drei Wegbeschreibungen, aber nur einer ist richtig. Hans, Peter und Monika sind in der Stadt. Sie wollen zur Post und fragen drei Personen. Eine Frau, einen Mann, ein Mädchen. Welche Wegbeschreibung ist richtig? Okay, also, you can see in the picture, top right hand side, there is the post. Then, below to the left hand side, you can see the mädchen. The mädchen is showing the way. In the middle, you can see Frau is showing the way. And then to the right hand side, the man is showing the way. So from their own point of view, they are explaining the way to the post. But who is correct? Only one of them is telling the correct way. Let us read. Was sagt die Frau? Also, du gehst zunächst geradeaus bis zur zweiten Kreuzung. Dann rechts. Immer geradeaus und am Ende der Straße wieder rechts. Okay, if you try to draw this way, you will find out this is a wrong description. Was sagt der Mann? Immer geradeaus, an der ersten Kreuzung rechts, dann links, dann gehst du geradeaus bis zur Kreuzung und auf der rechten Seite siehst du die Post. If you try to draw this one, you will find out das ist die richtige Wegbeschreibung. Und was beschreibt das Mädchen? Du gehst geradeaus bis zur ersten Kreuzung, dann gehst du links, dann nimmst du die erste Straße rechts, immer geradeaus auf der linken Seite ist die Post. If you try to draw this one, this is also a wrong one. So only the man, he has described the correct way. Okay? Interesting. Übung 15. Schreibt Sätze wie im Beispiel. Links haben wir einige Namen. In der Mitte haben wir die Verkehrsmittel. Und rechts haben wir die Ziele. Wir bilden Sätze. First of all, we have to find the way from Stefan to the correct Verkehrsmittel and then from that Verkehrsmittel to the correct Ziel. Ziel means destination. So, if you try to solve this, Stefan's thread goes to bus and from bus it goes to Bahnhof. So, our sentence will be Stefan fährt mit dem Bus zum Bahnhof. So for the Verkehrsmittel, we are going to use mit dem or mit der. And for the destinations, we are going to use zum or zur. We have already studied this, right? So try to find the way through these threads to the correct Verkehrsmittel and to the correct destination and try to form similar sentences. Noch ein Beispiel. Herr Weigel fährt mit dem Auto zur Post. Okay? Noch ein Beispiel. Frau Weigel fährt mit der S-Bahn. Entschuldigung, mit der Straßenbahn zum Kaufhaus. Okay? Straßenbahn is feminine, so we used mit der. And Kaufhaus is neutral, so we said zum. Extremely simple. Übung 16. Soll ich mit dem Taxi fahren? Schreib Mini-Dialoge wie im Beispiel. Hier haben wir zwei Sachen. Der Bus, das Taxi. So we have two modes of transport. What do we have to do? With the first one we have to form a question. And with the next one we have to form the answer. Soll ich mit dem Bus fahren?
Nine, do fast and best in meet them taxi. Jolish meet them out of iron. Nine, I'm best in fast to meet them zug. Okay, so turn all these into dative because we are going to use meet before them. Okay, Jolish meet them bus fahren. Nein, du fährst am besten mit der U-Bahn. Okay, simple. And now, Übung 17. Klassenbesuch. Du hast den Fuß gebrochen und musst zu Hause bleiben. Deine Klassenkameraden wollen dich besuchen. Beschreib den Weg von der Schule zu dir nach Hause. Du kannst auch eine Zeichnung dazu machen. Okay? Deine Freunde wollen dich besuchen und du beschreibst den Weg von der Schule zu dir nach Hause. Okay, so each one will have a different Wegbeschreibung here. Correct? You can also draw. Du kannst auch eine Zeichnung dazu machen. Zeichnung is a sketch, a drawing. You can also draw a small map besides the letter for clarity. Okay? So please do this on your own. You can send it to me for checking because everyone's way will be different here. You can use the sentence formations that we have been using in the whole chapter. For example, gate rests, dann links, dann gerade aus, die Straße entlang, etc. Und jetzt Übung 18. Stell Fragen. Wir haben schon die Antworten. Wir brauchen jetzt die Fragen. Nummer 1. Nein, ich habe keine Lust. Was soll die Frage sein? Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Nein, ich habe keine Lust. Okay, the answer started with 9. So we asked a yes no question. Second one also, it is starting with tut mir leid, which is a kind of rejection, right? So again we'll form a yes no question only. What is the answer? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. So similar question can be formed. Hast du Zeit, mit mir in den Supermarkt zu gehen? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Nummer 3. Gehen wir ins Kino? Full stop. It is not a question, it is a sentence. So what should be the question? Zum Beispiel, wohin gehen wir am Wochenende? Gehen wir ins Kino. Nummer 4. Auf der Post. Here it is dative. So you have to ask the question wo, not wohin. So, zum Beispiel, wo bekommt man Briefmarken? Auf der Post. Okay. Nummer 5. Immer geradeaus, dann links. So this is a Wegbeschreibung. So you have to ask the way to some place. Zum Beispiel, Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Immer geradeaus, dann links. Und Nummer 6. Am besten mit dem Taxi. Again, for this also the question is similar. Wie komme ich zum Theater? Or wie fahre ich zum Theater? Am besten mit dem Taxi. Okay? Simple. Wir machen jetzt Schluss. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Auf Wiedersehen.